Recht herzlich willkommen zur 7. Folge von This War of Mine. Jo. Letztes Mal waren wir in der Autowerkstatt. Wir kommen gerade an Tag 7 zurück. Und dann schauen wir mal, was wir so machen können. Ne? Wir haben ganz viele Teile mitgebracht und Holz. Ja, das ist alles prima, so wie wir gerade sehen. Ja, dachten wir vielleicht. Aber Pavel, Katja, geht es viel besser. Wir müssen sie nur etwas im Auge behalten. Okay, das ist doch schon mal prima. Ja, dann geht er vielleicht am besten mal schlafen, oder? Sehr müde, ja. Dann haben wir hier Katja. Was denkt Katja denn gerade? Das wollen wir mal lesen. Wenn wir überleben, können wir Pavel dafür danken. Okay. Und Bruno denkt auch was? Ja, Bruno denkt auch was. Wichtig ist, dass wir Vorräte haben. Wie wir sie bekommen, ist irrelevant. Ja, im Endeffekt ist das so, was er sagt, ne? Egoisten sind das, ne? Aber arme Leute, ich weiß, dass es grausam war, ihre Vorräte zu nehmen, aber es geht um unser Überleben. Genau so ist es. Können wir auch nicht ändern, aber er wollte ja nur Tabletten haben, oder wie war das? Und Medizin. Gut. So, sie ist nur hungrig. Wir haben zurzeit nichts zu essen, deswegen gehen wir mit Bruno gerade was zu essen machen. Bruno ist aber auch müde. Ja. Katja könnte eigentlich mal gerade an die Werkbank gehen. Mal gucken, was wir da machen können. Beziehungsweise Bruno macht erstmal Essen. Können wir auch nur einmal machen, weil wir wahrscheinlich was nicht haben. Keine Ahnung. Weiter geht's erstmal. Fertig. Zum Glück habe ich dieses Buch. Ich glaube, wir sollten ihn schlafen legen. Ah, da kommt der. Ne, das ist nicht der, der tauschen will, oder? Ich glaube nicht. Da möchte jemand mit uns reden. Bruno ist hungrig und müde. Bruno isst jetzt erstmal was. Was macht Katja? Katja sollte doch hier. Komm, Katja ist eine gute Falscherin. Geht erstmal zur Tür, aber falschen wollte der sowieso nicht. Ah, er möchte, dass er hier bleibt. Okay, ich weiß aber nicht, wer das ist. Wollen wir uns doch mal angucken. Dann haben wir nicht mehr drei Leute, sondern vier. Aber man muss immer darüber nachdenken. Drei versorgen geht, vier könnte schwierig sein. Kann ich hier bleiben? Hallo, ich heiße Maren. Mein Zuhause und meine Werkstatt werden durch einen Grazni-Angriff zerstört. Ich weiß nicht, wo ich unterkommen soll. Kann ich mich zu euch gesellen? Ich bin gut darin, Sachen zu reparieren. Mit ein paar Werkzeugen und Materialien könnte ich diesen Ort bewohnbar machen. Puh, ich glaube, das ist natürlich... Ja, ich glaube, den nehmen wir, wenn er gut reparieren kann. Ja, komm, vier Leute geht. So. Da ist Maren und er ist auch gleich schon müde. Auch schön. Gucken wir mal da rein. Ja, diese Teile mit dem Kunststoffwerken und alle anderen Sachen. Ich weiß, wie man Werkzeuge, Möbel, Herde, Heizgerät und so weiter herstellt und nicht genug Zeit hält. Kann ich diesen Ort beinahe in ein richtiges Zuhause fahren? Ich wünsche, es wäre mit meinem auch so einfach. Okay. Gut, dann wissen wir, mit wem wir demnächst alle Arbeiten machen können. Und ich gehe mal mit ihm dahin. Sie kann mal dahin gehen. Aber warte, sie macht erst die Tür zu. Die ist nämlich noch offen, muss ja nicht ziehen hier, ne? Und wir müssen auch noch was zumachen, sehe ich gerade, da oben zum Beispiel. Ja, und dann wird er wahrscheinlich am allerwenigsten hier brauchen für solche Dinge, ne? 8, 16, 2, 35. Ja, komm, lass machen. Dann ist er auch schon gleich beschäftigt und wir sind auch sicherer an der anderen Seite, ne? Das ist ja auch das Ding. So. Er ist müde. Und wir haben hier, glaube ich, eine Falle stehen. Die ist aber noch nicht fertig. Ja, jetzt macht sie erstmal hier. Und das können wir auch machen. Filter haben wir wohl noch. Dann lass uns Wasser herstellen. Ja, wir müssten eigentlich zusehen, dass wir hier noch ein Bett kriegen. Reichen denn unsere Vorräte dafür? Gemüse bräuchten wir auch. Ein Bett 6 und 8 kostet das.
So, er ist da oben ja gleich schon fertig. Dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Bruno guckt aber gerade noch dahin. Ja, können wir auch herstellen alles. Müssen wir aber erst gucken. Ich würde jetzt gerne mit ihm hier hingehen. Was habe ich gesagt? 6 und 8, da können wir mal gerade noch mal gucken, ob das stimmt oder ich mich vertan habe. Wir brauchen definitiv jetzt ein zweites Bett. Ach so, das ist ein Sessel. 6 und 8, das passt immer noch, okay. Und sind die Zigaretten ausgegangen. Wie sieht's hier aus? Er ist noch müde, ist nicht mehr sehr müde. Das ist schon mal positiv. Und Marin guckt jetzt da mal nach, was er dafür bezahlt. Ja, jeweils einen weniger macht Sinn. Und ich denke, wir stellen es auch gleich her, weil es macht Sinn, wenn wir jemanden noch irgendwo hinlegen können zum Schlafen. Ne? Ich würde es gern hier platzieren. Können wir das so machen, dass es da... Aha. Ja, platzieren wir da das Bett und er soll das dann auch machen. Bruno ist dann müde. Sie ist nur hungrig. Bruno ist müde. Das heißt, Bruno geht da auch hin. Obwohl Bruno wäre derjenige, den wir nachts besser schlafen lassen, ne? Wo ist denn... So, der ist müde. Da ist auch noch müde. Er ist auch noch müde. Nur... Katja ist nicht müde. Katja kann gut falschen. Schneller Läufer. Handwerker. Mhm. Er bastelt gerade das Bett. So, den Handwerker nehmen wir dann und gucken nochmal hier rein. Obwohl ich schon fast hier erstmal upgraden würde, ne? Haben wir denn einen Stuhl? Ja, in der Küche haben wir einen Stuhl. Okay, Katja setzt sich sowieso gerade da schon hin. Ach, Katja ist hungrig, dann kann die auch was essen. So. Da fehlt uns natürlich Holz und das reichlich. Holz gab es noch in der Werkstatt. Ich denke, wir holen uns dann als nächstes Holz. Wie sieht es hier aus mit Upgrade? Nein, Katja bleibt sitzen. Gucken wir gerade da rein. Da fehlt auch Holz. Also Holz ist reichlich. Der ist auch hungrig. So, wir können noch einen Filter bauen. Das sollten wir vielleicht auch tun. Ja, machen wir einen Filter. Können wir dann da auch reinsetzen. Zwei heute wahrscheinlich nicht mehr, aber... Ja, da kommt schon die Nacht. So. Marin hat nur 10 Plätze. Das heißt, Katja geht weiter plündern. Die ist auch nur hungrig. Bruno geht schlafen im Bett. Und Pavel ist der schnelle Läufer. Der steht wacher. Ich glaube, eine Wache reicht erstmal. So, dann ist zu überlegen, was machen wir. Gehen wir nochmal in die Autowerkstatt. Wir brauchen Holz und da war noch reichlich Holz, glaube ich. Ja, ich denke mal, das sollten wir tun, oder? Ja, Medikamente haben wir nicht. Da haben wir sogar noch 2, okay. Ne, dann gehen wir plündern. Brauchen wir irgendwas? Ich glaube, da braucht man nichts mehr. Einfach nur plündern, Holz vor allem. Ja, 12 Teile brauchten wir, 1 haben wir. Wir brauchten rein theoretisch für die Werkbank 12 Teile und auch für die andere Geschichte da, sag schon. Weiß nicht, was es war.
Nein, ich habe leider keine Medikamente. Ja, und da müssen wir auch was zu essen haben, ne? Ich nehme die mal mit, um nicht mehr so viele Stellen hier zu haben dann. Ich gehe aber erst hier unten rechts hin. Da ist keiner, dann können wir da auch reinmarschieren. Gehen hier ins letzte erst. Das Holz nehmen wir mit. Noch was mitnehmen? Gute Frage, ne? Gewissensbisse sind da, ne? Gehen wir erstmal weiter gucken. Das Holz nehmen wir mit und die Bauteile nehme ich auch mit. Schmuck zum Falschen, komm, das machen wir da leer. Das Holz. Den Rest brauche ich noch nicht. Was ist im Kühlschrank? Das Wasser brauche ich auch noch nicht. Wir bräuchten mehr Gemüse, glaube ich. Und hier waren jetzt Bauteile und sowas drin, ne? So, verlassen. Ich hätte auch alles nebenklicken können, fällt mir gerade so auf, ne? So, jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, was brauchen wir wirklich, was brauchen wir nicht. Rein theoretisch brauchen wir den Schmuck nicht, aber wenn ein Händler kommt, dann können wir sowas auch ganz locker damit ertauschen, ne? Ja, gehen wir hier oben wieder hin. Da nochmal hin und da sind glaube ich nur Bretter drin, meine ich, oder? Ja, und da müssen wir dann überlegen, was wir mit denen machen. Ne, da ist noch nicht mal das, was ganz anderes drin. Dann machen wir da verlassen. Ne, gehen wir da erst hin. Er braucht ein Holz, ne? Hier ist das viele Holz drin. Ich lass das mal hier, nimm lieber zwei Holz mit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 haben wir jetzt. Eigentlich brauchen wir das alles. Wir bräuchten aber noch einen Rucksack mehr sozusagen. So, das wäre das. Und das nehmen wir mit. Und dann gucken wir noch im letzten, dann nehmen wir nur Holz, wenn mit. Weil dann kann ich beide Werkbänke eigentlich upgraden, meine ich. Kann mir auch vertun, ne? Hier ist das nicht drin. Aber da war, glaube ich, noch Holz oder waren da nur Bauteile? Schwierige Frage wieder, ne? Ne, da waren nur Bauteile. Okay, dann gehen wir so nach Hause. Uns fehlt, glaube ich, ein Holz am Ende, ne? Ja, ist
Kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich denke, gut. Müssen wir nächstes Mal schauen, was wir da machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.